Ronny Di Lorenzo und Judith Rakers. Einen wunderschönen guten Abend. Wie schön, dass Sie bei uns sind. Freuen sich mit uns auf diese wunderbaren Gäste. Du hast uns Plätzchen mitgebracht. Ja, ich Ausrede, Ausrede verlegen sein, wenn es ums Backen geht. Das kann ich aber nicht. Das ist nicht mein Ding. Aber Backen ist auch ein Beruf. Aber ich habe dich doch gesehen schon in deinen Kochsendungen. Aber ist ja so. Viele fleißige Geister da hinten und dahinter und gerade auch bei einer Fernsehsendung. Ich habe eine Foodtrip. Holz und Otto Schily mit ins Männerteam nehmt. Wie ist das bei Ihnen? Wiederherzustellen. Wie ist es bei Ihnen, David Streso? Ich esse gerne die Königsberger Klops. Also, sehr, sehr gern. Ich habe mich an dem Gericht noch nicht versucht. Ich liebe Braten. Bei euch essen? Na, vom Hals ab, ne? Gar nicht so wichtig. Das muss nicht so perfekt sein. Ich finde das auch. Das ist schon als Geschenk gedacht. Diese Plätzchen sind lecker, aber die sind ja auch nicht von dir. Die sind auch nicht von mir. Das ist das. So, auch so ganz. Also, meine Mutter ist Patisseusin, die kann super backen. Ja. Nein. Ich musste früher mal mithelfen, aber die hat dann oft gehört, weil es nicht gut für die Haut, ne? Das Mehl geht halt in die Poren. Ist super krass. Im Winter immer so ein bisschen zur Melancholie neigt. Wie ja, ist denn das mit dem Kochen Weihnachtsfest? Aber nichts zu tun. Würde ich mal sagen, stark angereicherte Kekse. Das Auto liegen lassen und habe dann mein Auto zur Inspektion gegeben. Nach der Inspektion. Die Geschichten werden irgendwie immer härter. Also, ich denke die ganze Zeit an den armen Herrn Schily, was der jetzt so denkt. Du als Mietweihnachtsmann gearbeitet hast. Das war ein Führerschein. Ich hatte noch einen Freund dabei. Also ich habe auch sehr viel Geld verloren, weil der hat sich, während ich Bescherung gemacht habe, im Auto betrunken, sodass wir die Tour nachher mit dem Taxi weiterfahren mussten. Und da habe ich eigentlich sehr viel gelernt, so über Menschen und ein Mercedes dazu. Alles ganz schick und alles ganz schön, Mördergeschenk. Technisch ein bisschen besser erklären als ich, weil ich so ein Mensch bin, der eben noch nicht mal E-Mails schreibt in seinem Leben. Also ich bin eigentlich vom Aspekt her der Falsche dafür. Aber haben Sie ein Handy? Ja, ungefähr. Und E-Mails. Ich war ganz stolz, dass ich vor 3 Jahren meine E-Mail verschickt habe. Und dann habe ich aber mitbekommen von meinem Manager, dem hatte ich die geschickt, das ist irgendwas anderes. Das waren normale Bürger aus dem Viertel. Das waren Initiativen, Kooperativen. Und wir haben einfach mal alles so in den Raum fehlt. Ich bin Pragmatiker, also als Koch geht von A nach... Hat unheimlich viel von der einen Sache und braucht ganz explizit etwas anderes. Und man kann es nirgendwo anzeigen. Mhm. Und wahrscheinlich stark schon frequentiert, obwohl es sie noch gar nicht so lange gibt. Es soll seit 2,5 Wochen. Demnächst auch noch mal eine App geben. Ich finde das ganz großartig, dieses Engagement, weil das auch meine Erfahrung ist. Mal ganz kurz die Adresse. Kompetenz an den Tag zu legen, auch unabhängig nur von der Flüchtlingsdebatte. Weil so sehr schön. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Band, auf die ich mich schon die ganze Zeit freue, weil sie eine Ausnahmeerscheinung sind in der heutigen Zeit, wie ich finde. Denn sie haben sich ihre enge Freundschaft aus Schultagen auch im Erfolg bewahrt. Und zwar die ganze Zeit. Wenn ich richtig gerechnet habe, machen sie mittlerweile seit 17 Jahren gemeinsam Musik. Und das hier sind nur einige ihrer unzähligen Hits. Jetzt kommt, weil in diesem Interview ging es um Stecker. Ja. Klingelt's bei dir, David Streso? Meine Marotten werde ich nicht verraten. Wir haben noch was vom Ritual, zum Beispiel bevor man auf die Bühne geht. Irgendwas, man weiß. Nee, das ist aber wirklich international. Und Thomas Stolle. Wir teilen uns mal den Platz die, hier. Die Stuhllehnen sind mörderisch. Also ist gut, ne? Ja, super. Dass es sich irgendwie beschwert angefühlt hat, ne? Dass wir irgendwie viel Druck auf den Schultern hatten, dass wir... Funktioniert. Und okay. Es knistert. Schauen wir uns an. Ja, wenn wir könnten, dürften. Wir dürfen ja nicht, weil wir sind ja... Prügeln, stand das auch auf Ihrer Liste? Ich finde es immer lustig, wenn der Kommissar aus Saarbrücken... Die Vorlage, Kerkelings Buch, stand, glaube ich, über 100 Wochen auf der Bestsellerliste, wurde über 5 Millionen Mal verkauft. Habe Kerkeling lebt noch. Wie viel Respekt hatten Sie vor dieser? Mich geht. Und als es dann darum ging und so, und am Tag des Castings, verließ mich der Mut. Ich merkte beim Üben, ich kann es nicht. Ach, ich kann es einfach nicht spielen. Obwohl ich kann den. Die haben auch wahrscheinlich jemanden gefunden, jedenfalls. Und es kam nicht zu einer richtigen Begegnung, aber es war so im Vorbeigehen. Hat mir gesagt hat? Ja. Kein guter Berater, weil man sich den neuen Impulsen, glaube ich, ganz schwer... ich habe gute Gene. Und was ist für Sie? Den Jakobsweg gehen. Den Jakobsweg. Eine Teilstrecke gegangen und dann im nächsten Jahr. Das ist, und wir wandern ja selber. Das immer zu verstehen, einige meiner Freundinnen machen auch Yoga. Ich habe das mal probiert. Ja. Bikram-Yoga.
in Hamburg. Ja. Einige sagen schon, oh, hinter mir. Das war also ein Raum, das war so ein Dachboden, da waren die Fenster sogar mit Folie zugeklebt. Und dann standen da, ich glaube, 40 Heizlüfter, die eine warme, trockene Atmosphäre kreiert haben. Ich konnte meine Augen, ich konnte die gar nicht mehr schließen, meine Schleimhäute trockneten aus. Und dann machten da Frauen freiwillig 1,5 Stunden Verrenkung. Und haben sich nachher dann. Und deswegen versuche ich die ganze Zeit jemanden zu finden, der mir erklären kann und allen, die sich mit Yoga noch nicht auskennen. Überhaupt nicht verlernt. Können Sie mal zeigen, wie weit Sie kommen? Nicht weit. Also ich zeig mal, wie ich komme. Schluss. Nein. Lüge. Nee, wirklich jetzt. Ja? Fernsehen ist das Medium der Wahrhaftigkeit. Moment, wir haben ja nicht vom Stehen. Wir kommen nicht weiter. Wir haben nicht vom Stehen gesprochen. Das kann man auch im Sitzen. Im Sitzen? Mit den Handflächen. Im Sitzen gibt es diese Übung, wo man quasi die Beine ausstreckt. Das war jedenfalls bei diesem Bikram-Yoga so. Ja. Und dann soll der Oberkörper sich da drauf klappen. Ja, aber man muss auch die passenden Hosen haben. Das ist ganz wichtig. Die ist super stretchig. Die ist super. Ja, ja. Aber wenn ich. Ja, und jetzt nach vorne legen. Und dann sage ich, ich bin nach vorne gelehnt. Ja. Und dann drückt sie von hinten und es geht aber nicht weiter. Dass sie einen Versuch unternommen haben, mich zu begeistern. Und ich finde es ganz toll, dass Sie bei uns sind. David Treso. Danke.